Willkommen zu The Last of Us. Ein komplett neues Spiel, diesmal eine Eigenproduktion von Naughty Dog, die jetzt ja auch vor kurzem nochmal Fuse auf den Markt geschmissen haben, in Kooperation mit EA zusammen als Publisher. Und ganz ehrlich, Fuse ist schon ziemlich krank, was die Waffen angeht. Und was Krankheit betrifft, soll angeblich The Last of Us noch einen Zacken oben drauf setzen, aber nicht unbedingt gerade an den Waffen, sondern eigentlich eher von der ganzen Story. Wir befinden uns nach so einer Art Epidemie oder, ja, wie soll man sagen, Zombie-Katastrophe oder irgend so einen anderen komischen Kram. So ganz genau weiß ich das noch nicht. Auf jeden Fall ein paar Jahre nach so einer riesengroßen Katastrophe ist man unterwegs und man ist so gesehen ein Überlebender dieser Katastrophe. Und es geht darum, natürlich am Leben zu bleiben und das natürlich nicht alleine. Man hat hier eine kleine 14-jährige Dame mit dabei, das ist die Joel heißt der Kerl. Scheiße. Ja gut, also man hat auf jeden Fall ein kleines Mädel mit dabei und die steht einem dann praktisch für Rat und Tat, steht sie einem mit zur Seite. Und ja, das ist so gesehen die Hintergrundstory und das ganze Game wird natürlich dann schon von anderen größeren Let's Playern als von mir halt auch mitgespielt. Aber trotzdem möchte ich es mir nicht nehmen lassen, das ganze Game doch einfach mal anzutesten. Und ich schaue es mir einfach mal an und wenn es mir gefällt, dann mache ich das natürlich dann auch als Let's Play weiter. Und wenn ich mir sage, ach nee, ist eigentlich nicht so mein Ding, dann spiele ich es vielleicht alleine, aber nicht unbedingt gerade als Let's Play. Von dem her, ich schaue es mir einfach mal an und mal gucken, was draus wird. Also ich bin mir selber da auch noch nicht so ganz schlüssig, wie das Ganze ablaufen wird. Kein Plan. Ich habe zwar ein paar Trailer gesehen und dachte mir, ja, kann ganz nice sein, guck sie dir mal an. Aber so hundertprozentig überzeugt war ich von Anfang an noch nicht. Also geht da schon mit einer bisschen kleinen Skepsis dran. Aber mal schauen, alle hypen das Game ohne Ende. Und wenn sie alle hypen, na gut, dann testen wir das Ganze mal an. In 3, 2, 1. Neues Spiel. Und zwar würde ich sagen, wir starten natürlich erstmal auf normal. Und ein neue Speicherdaten, ja, warum nicht, dann, ja. Aber das ging ja recht flink. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es keine Ahnung wie lange dauert, aber gut. Hui. Was ist das? Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich überhaupt hier irgendwas machen? Nee. Scheint irgendwie so eine Art Überbrückung des Ladebildschirms zu sein. Ist auch mal was Neues. Sieht man nicht so dermaßen auf. Einfach so plüpp, so ein paar lustige bunte Flocken reinschießen und ja. Aber kommt mir so vor, als wenn ich doch noch so ein bisschen gegensteuern kann oder mitsteuern oder irgendwie sowas. Aber nö. Da täusche ich mich wohl. Aber hätte ja auch sein können. Ach ja. Festplatte ist am Rödeln von der PlayStation gerade eben wie Sau. Ich könnte jetzt eigentlich noch mal einen Schluck aus meinem Cappuccino nehmen, eigentlich in der Zeit. Ja. Das hört sich gut an. Lädt. Oh Gott. Oh nö, ne? Okay, gut. Ich glaube, ich. Oh, das geht auch doch recht. Ich dachte schon, jetzt muss ich irgendwas rauscutten. Aber. Oh, das geht ja eigentlich noch. Ein Glück macht er nicht in der Geschwindigkeit weiter, wie er es vorher gemacht hat. Das wäre ja wirklich schlimm gewesen. Ich glaube, für die nächsten paar, sollte dieser Ladebildschirm öfters kommen, dann werde ich den einfach beim nächsten Mal komplett rausschneiden. Ist für mich auch weitaus einfacher dann, als sich irgendwie immer so einen komischen Kram auszudenken, solange bis der Ladebalken dann oder der Ladebildschirm endlich mal fertig ist. Und unter Umständen zieht sich das immer. So wie jetzt, auf den letzten 0,03%. Und jetzt bin ich ruhig. Der Vorspann kommt. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey! Rutsch mal. War
ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Das ist gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Sorry. Okay. Immer eine kleine Situationskomik. Telefon! Aufwachen! Hallo? Sarah, Gladys, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Oh, Onkel Tommy? Hallo? Oh. Was ist denn da los? Geht schon. Tatsache, das geht jetzt so direkt in eins über, okay. Wollen wir uns mal ein bisschen den Charakter anschauen, okay. Also an sich, von der Gestik her kann ich sagen, ja, die sieht auch noch ziemlich schläfrig aus. Kann sie gerade so wach rein. Und jumpst auch so durch die Gegend. Wie geil ist das denn? Okay, gut, also ein bisschen am Eiern. Einmal durch die Tür Dad? Fallen. Dad! Das Fenster ist offen. Draußen ist es ruhig. Keine Menschenseele auf der Straße. Eier. Hooray! We found a toilet! Wie geil ist das denn? Was ist, Zeitung? At Midland Spikes at Area Hospital. Wie schön! Ist ja toll. Das Spiel ist in Deutsch. Hätten sie zumindest auch noch die Zeitung in Deutsch machen können. Warum sieht das jetzt so aus, als wenn die Kleine im Spiegel braune Haare hätte anstatt blond? Die stört sich da auch nicht dran. Auch gut. Gut, dann... Daddy? Tapern wir einfach mal so ein bisschen weiter. Hallo, Daddy? Daddy? Bist du hier? Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen... Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität sind. Was ist in der Nähe? Und, Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Ups. Oh. Dad? Jetzt ist er auch wach. Das merkt man sofort. Also sie bewegt sich auch schon komplett anders. Ist das die Nacht? Los, los. Ist das die Nacht vom Ausbruch? Da ist aber draußen ganz gewaltig was los. Dad! Kann ich Gitarre spielen? Sein Telefon.
L3? Ah, da hinten. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Okay. Kann man jetzt erstmal so wieder weglegen? Was haben wir hier? Oh. Notiz am Kühlschrank. I'm going to be home late tonight. Go ahead and order food. See you in the morning, Dad. Okay, also Dad ist unterwegs. Das wird heute Abend sehr spät, sagt er. Bestell dir etwas zu essen. Ich sehe dich am Morgen. Wo ist er? Okay, er ist auf jeden Fall nicht zu Hause. So wie es aussieht. Das heißt jetzt... Hund? Hundi? Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Stimmt nicht mit Ihnen. Ich glaube, Sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Hey. Alles wird gut. Sie sehen seine Dinge. Nein! Geh! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Oh, verdammt, warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Scheiße. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Ich hab dich verjagt. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Highway to hell. We're on a highway to hell. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Was? Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Oh mein Gott. Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Jetzt bezweifle ich, dass alles gut ist. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben noch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Oh, Scheiße. Alle Idioten haben dieselbe scheiß Idee. Oh, oh. Wir könnten einfach umdrehen und... Hey, was zum Teufel? Los jetzt! Weg hier! Weg! Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Tommy, Scheiße! Los, 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 los! Nein! Was zum Teufel war das denn? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Verdammt! Dreh
hier, dreh hier. Nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Auf! Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Da zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr.